Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder nach Lumina. Und heute möchte ich dir zeigen, wie du in Lumina mehr Kontrast und besseren Kontrast in deinen Bildern aufbauen kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich bin jetzt wieder in Lumina 4 drin und habe mir jetzt hier mal ein Bild rausgesucht von der Skyline von New York, wo ich finde, dass wir noch wesentlich mehr Kontrast aufbauen können. Und ich möchte dir heute in diesem Video, wie gesagt, mal zeigen, wie viele Möglichkeiten man hat, mit Kontrast hier zu arbeiten. Und diese Möglichkeiten möchte ich dir jetzt alle mal genauer vorstellen. Die erste Möglichkeit ist natürlich hier in dem Helligkeitsfilter drin. Das heißt, wir haben hier einmal den intelligenten Kontrast. Und was dieser macht, ich drehe ihn jetzt einfach mal weiter nach oben, dann wirst du sehen, was passiert. Der bringt mehr Kontrast in das Bild, ohne wirklich die Sättigung des Bildes stark zu beeinflussen. Also hier wird im Gegensatz zu anderen Programmen wirklich darauf geachtet, dass wir einen Kontrast haben, der nach Möglichkeit wirklich nur die Helligkeitswerte des Bildes anfasst, aber nicht die Farbwerte des Bildes. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, mit diesem intelligenten Kontrast wirklich stark und sauberen Kontrast aufzubauen. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2, das geht hier in den erweiterten Einstellungen. Ich kann hier auch mit meinen Weiß- und meinen Schwarztönen arbeiten. Und hier kann ich die Options- oder Alt-Taste drücken und dann mal die Schwarztöne hier weiter rüberziehen. Du siehst jetzt, wie das Histogramm weiter nach links wandert. Also die linke Seite von dem Histogramm wandert weiter nach links. Und wenn ich dann jetzt hier irgendwann mal so ein paar Pixel sehe, dann weiß ich, dass wir hier jetzt Schwarztöne drin haben, die wirklich zu 100% schwarz sind. Und dann drehe ich das Ganze wieder ein kleines bisschen weiter zurück, so auf minus 80 ungefähr. Und dann siehst du schon, wie viel mehr Kontrast hier auf einmal in dem Bild drin ist. Das ist mir fast schon zu viel. Also das werde ich jetzt ohne die gedrückte Alt-Taste einfach mal wieder ein Stück weit zurücknehmen. Und genauso gut kann ich das jetzt auch mit den Weißtönen machen. Da kann ich jetzt auch hier anfangen, das Ganze weiter nach rechts zu schieben. Aber du siehst schon, dass wir hier so ein paar Stellen drin haben im Bild, die schon komplett weiß sind. Also hier die Reflexion von der Sonne einfach. Und so haben wir jetzt schon mit diesen paar Reglern, schaut mal, so viel mehr Kontrast aufgebaut. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Es gibt aber natürlich noch weitere Möglichkeiten, Kontrast aufzubauen. Eine Möglichkeit findet sich direkt hier drunter, nämlich die Gradationskurve. Und auch mit der Gradationskurve können wir guten Kontrast aufbauen. Ich werde jetzt hier die Schwarztöne und die Weißtöne mal wieder ein bisschen zurücksetzen. Und ich kann hier auch mir zum Beispiel die dunklen Bildbereiche nehmen, die ein Stück weiter runterziehen. Und die hellen Bildbereiche, die kann ich mir hier auch nehmen und ein Stückchen heller machen. Und auch so kann ich mit einer sogenannten S-Kurve hier mir mehr Kontrast in das Bild aufbauen. Wenn du mehr über Gradationskurven in Lumina wissen möchtest, ich habe dazu schon mal ein extra Video gemacht, schau dir das auf jeden Fall mal an, denn du hast nicht nur die Möglichkeit, hier mit der Gradationskurve die Helligkeitswerte zu beeinflussen, sondern du kannst auch in die einzelnen Farbkanäle Rot, Grün und Blau reingehen und damit noch einen Farblook erstellen. Das nun mal ein kleiner Tipp am Rande. Aber es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten. Ich werde jetzt hier das Ganze einfach mal komplett wieder zurückstellen, diesen Helligkeitsregler, und mir weitere Möglichkeiten ansehen. Natürlich der AI Enhancer, also der Accent AI Filter, auch der bringt einen guten Kontrast mit rein, aber der bringt halt nicht nur Kontrast mit rein, sondern auch mehr Farbigkeit. Ja, der passt alles so ein bisschen an. Also wenn es nur um Kontrast geht, dann würde ich dir empfehlen, nicht mit dem Accent AI Filter zu arbeiten. Der ist wirklich dafür da, wenn du schnelle, gute Ergebnisse haben möchtest. Es gibt aber, wie gesagt, noch mehr Möglichkeiten und dafür gehe ich jetzt hier einfach mal in den Professional-Ordner rein. Hier habe ich nämlich noch einen Filter, der nennt sich erweiterter Kontrast. Und hier kann ich jetzt sowohl den Kontrast in den Lichtern, als auch den Kontrast in den Mitteltönen, als auch den Kontrast in den Schatten einzeln einstellen. Und wie du vielleicht schon weißt, bin ich ein sehr starker Freund von Kontrast in den Mitteltönen. Und den kann ich jetzt hier nach oben ziehen. Ich habe den jetzt mal so auf 50% gestellt. Und jetzt habe ich hier mit der Balance noch die Möglichkeit einzustellen, möchte ich das Ganze ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler machen. Und ich finde, die Balance hier packe ich mal so auf plus 8 ungefähr. Dann kann ich mir den Kontrast hier in den hellen Bildbereichen einstellen. Und auch hier kann ich die Balance wieder einstellen, sollen die heller oder dunkler gemacht werden. Ich finde, sie können auch hier ein bisschen dunkler gemacht werden, damit das Ganze nicht so ausgebrannt ist. Und jetzt habe ich noch die Schattenkontraste. Und da möchte ich die Balance auf jeden Fall auch weiter nach rechts ziehen. Das heißt, es wird dunkler. Und jetzt siehst du auch, dass ich hier mit diesem Tool, mit diesem Werkzeug, also sehr schön den Kontrast aufbauen konnte. Und ich konnte sogar unterscheiden zwischen drei verschiedenen Kontrasten.
Gucken wir uns auch das hier wieder im Vorher-Nachher an. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Also auch hier guter Kontrast aufgebaut. Aber man muss natürlich dazu sagen, in diesem Filter werden auch ein bisschen die Sättigung mit nach oben gezogen. Also wenn ich das hier nochmal vergleiche, ne, da sind die Farben doch deutlich stärker geworden. Wenn du das nicht möchtest, dann kannst du das natürlich jederzeit hier in dem wesentlichen Ordner hier auf das Farbtool gehen und du könntest jetzt zum Beispiel hier die Sättigung ein bisschen runterdrehen oder auch die einzelnen Farbkanäle in den Sättigungen hier nochmal verstellen. Und auch hier habe ich natürlich wieder die Möglichkeit, den Kontrast noch zu erweitern, indem ich jetzt zum Beispiel auf das Blau hier gehe und sage, ich möchte jetzt hier die Luminanz wieder verschieben. Und dann könnte ich natürlich auch hier einzeln nochmal den Kontrast quasi einstellen mit Luminanzverschiebung von den einzelnen Farbkanälen. Auch das ist möglich. Und auch so bekomme ich besseren Kontrast hin. Wie kriegst du jetzt den optimalen Kontrast hin, fragst du dich vielleicht. Das ist von Bild zu Bild natürlich unterschiedlich. Gerade in der Landschafts- oder Städtefotografie guckt man doch relativ stark auch immer wieder auf das Histogramm, damit man sowohl rechts als auch links nach Möglichkeit keinen Anschlag in dem Histogramm hat. Aber man probiert natürlich trotzdem nach Möglichkeit so viel wie möglich das Histogramm auszuschöpfen. Bedeutet, so nah wie möglich an links ranzukommen und genauso so nah wie möglich an die rechte Seite ranzukommen, ohne dass es, wie gesagt, dagegen anschlägt. Ja, und deswegen sind diese Möglichkeiten, die wir hier haben, sowohl mit dem erweiterten Kontrast als auch hier in der Helligkeit mit dem intelligenten Kontrast, das kann ich ja auch natürlich hier nach wie vor zusammennehmen und das auch so weiter bearbeiten, dann bekomme ich hier meinen optimalen Kontrast hin. Und es ist natürlich auch immer Geschmackssache, wie viel Kontrast man in dem Bild haben möchte. Ich bin jemand, der mag sehr gerne starke Kontraste, ohne dass es, wie gesagt, zu viel wird. Also das ist immer so eine Waage, so ein schönes Mittelding am Ende zu finden. Und um das hinzubekommen, braucht man natürlich ein bisschen Zeit. Nimm dir die Zeit, probier es an verschiedenen Bildern aus und irgendwann wirst du dein eigenes Gefühl dafür bekommen, wie stark Kontrast in deinen eigenen Bildern vorhanden sein soll. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, dann poste sie einfach in die Kommentare. Ansonsten weise ich darauf hin, es gibt Lumina als Testversion. Falls du das noch nicht hast, dann kannst du das einfach mal ausprobieren. Der Link dazu findet sich unten in der Videobeschreibung wieder. Dort gibt es auch einen Rabattcode. Falls du Lumina kaufen möchtest danach, kannst du nochmal 10 Euro sparen. Ansonsten weise ich auch auf meinen Online-Store hin. Dort gibt es auch einen kompletten Videokurs zum Thema Lumina, genauso zum Thema Lightroom und Photoshop. Auch da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und natürlich auch bei Instagram. Dort heiße ich StefanSchäfer90 und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir dort folgst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao.